Überraschende Angriffe sind extrem gefährlich und du brauchst eine solide Antwort darauf. Hier ist Martin von Critical Response. Heute möchte ich mit euch über meine Antwort auf überraschende Angriffe sprechen. Das ist ein Bereich, der mit extrem hohem Risiko behaftet ist und wo es keine perfekte Lösung für gibt. Ich zeige einfach meine Variante, die ich denke relativ gut funktioniert, aber es ist einfach eine Situation, die durch die hohe Gefährlichkeit keine Perfektion mehr zulässt. Dessen muss man sich bewusst sein. Wir sprechen hier über aktive Hinterhaltssituationen, das heißt, der Angreifer überrascht mich entweder komplett, weil ich ihn nicht habe kommen gesehen, oder er schafft es, mich so gut abzulenken, dass ich die Aggressivität und die Intention, mich zu schaden, nicht bemerke. In beiden Fällen wird ein sehr schneller, sehr aggressiver Angriff passieren und ich habe nicht genug Zeit, um zu lesen, aus welcher Richtung dieser Angriff kommt, um mich zu positionieren für eine clevere, sinnvolle Antwort. Sehr wenig Zeit, sehr hohes Risiko, das heißt, die Antwort muss mich sehr gut schützen und unter sehr hohem Stress funktionieren. Die Variante, die ich benutze, passt noch für eine zweite taktische Situation. Wenn ich den Angriff zwar kommen sehe oder den Angreifer bemerke, aber zu viele Dinge auf einmal passieren, als dass ich sie einzeln registrieren und beantworten kann. Das heißt, wir haben zwei Situationen, für die wir die folgende Technik gut benutzen können. Überraschung und Überforderung. Zu wenig Information oder zu viel Information. Habe ich genug Zeit, um zu analysieren, was der andere tut? Dann nutze ich eine Antwort auf den entsprechenden Angriff. Der lässt mich meistens in einer besseren Position, um die Gesamtsituation zu bewältigen. Habe ich diese Zeit aber nicht, dann kann ich mir das nicht erlauben. Ich brauche eine Technik, die mich schützt, mich in eine bessere Position bewegt und dann kann ich von da weiterarbeiten, egal wie es dann aussieht. Diese Kriterien sind wichtig. Ich muss mich schützen, ich muss mich aus der Position, wo ich gerade bin, herausbewegen und dann gibt es noch ein drittes Bonuskriterium: ich verletze den Gegner. Das ist wirklich ein Bonus, das ist nicht das Entscheidende. Nochmal, ich habe nicht die Zeit. Ich habe eine Millisekunde, um mich zu entscheiden und zu reagieren. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, nicht gefährlich getroffen zu werden, um mich in eine Position zu bewegen, aus der ich aktiv arbeiten kann. Verletze ich den anderen dabei und setze ihn unter Druck? Das ist sehr, sehr gut. Wenn es aber nicht passiert, ist es nicht entscheidend. Ich habe mich immer noch geschützt und bewegt und ich habe die Möglichkeit, von da weiterzuarbeiten. Es gibt ganz grundsätzlich zwei Angstreaktionen beim Menschen und die sind sehr instinktiv und genetisch bedingt bei den meisten von uns. Die Variante, die ich zeige, funktioniert für meine Reaktion. Wenn deine die entgegengesetzte ist, kann es sein, dass du es unter Stress einfach nicht hinbekommst und du die zweite Variante brauchst. Dabei ist nichts richtig oder falsch. Das ist einfach unsere individuelle Art und Weise, unter Stress zu reagieren, die wir berücksichtigen müssen. Es gibt ganz grundsätzlich zwei Reaktionen. Die eine nennt man pushing away the danger, also die Gefahr wegschieben. Das ist meistens eine Variante, wo die Arme sehr stark ausgestreckt werden. Und es gibt die Protect Your Head Variante, das heißt, ich schütze meinen Kopf, wo ich in irgendeiner Form meine Hände um den Kopf wickel, um diesen zu schützen. Je nachdem, welche Variante du hast, sollte deine Technik für überraschende, aggressive, schnelle Situationen aufgebaut sein. Arme nach außen oder Arme eingeklappt. Wir machen heute die eingeklappte Variante, die für mich sehr gut funktioniert und meiner Meinung nach auch viele taktische Vorteile hat. Trotzdem noch einmal, es kann durchaus sein, dass das einfach nicht für dich funktioniert, durch die Art und Weise, wie du unter Stress reagierst. Das macht es nicht falsch oder ineffizient, es macht es einfach anders und du brauchst eine andere Antwort. Die wichtigsten Kriterien: ich muss meinen Kopf und meinen Nacken schützen. Das heißt, den besonders sensiblen Bereich hier, viele kleine Knochen, viel, das leicht kaputt gehen kann, und mein Genick. Das sind die Punkte, wo ich sehr, sehr leicht angegriffen werden kann. Als drittes wäre noch die Kehle zu nennen. Die schützt man aber meistens schon sehr gut dadurch, dass ich mein Genick einfach runterbringe. Das heißt, in der Technik ist das nicht ganz so stark drin. Einfach weil die anderen Kriterien oder die anderen Bereiche wichtiger sind zu schützen. Ein vierter Effekt ist die Rotation des Kopfes, den wir beachten müssen. Durch die Rotation des Kopfes kann es sehr leicht zu einem K.O. führen. Das heißt, wir haben die einzelnen kleinen Brüche, wir haben den Schlag ins Genick oder zur Kehle und wir haben die Rotation des Kopfes. Allerdings wollen wir vermeiden. Das ist der erste Faktor. Ich muss mich schützen. Der zweite ist, ich muss mich aus dieser Zone herausbewegen. Wenn ich einfach mein Gesicht schütze und dann stehen bleibe,
hat der andere viele Optionen, etwas zu tun. Wenn er seinen Kopf schützt und mein erster Angriff geht in einen Bereich, wo ich nicht viel erreichen kann, und jetzt bewegt er sich und bleibt da stehen, wird nur der größte Vollidiot weiter auf die Deckung schlagen. Warum sollte ich das tun? Ich habe Lücken. Ich kann hier unten reinschlagen. Ich kann mit den Beinen arbeiten. Ich kann ihn bewegen und aktiv arbeiten. Das heißt, diese Art, sich zu verteidigen, ist inkomplett, wenn ich mich nicht aus der Zone heraus bewege. Der Schutz meines Kopfes schützt mich vor dem ersten schnellen aggressiven Angriff. Dann muss ich mich bewegen, um mich vor dem zweiten schnellen aggressiven Angriff zu schützen. Dann gehen wir schon in den dritten Bereich. Entweder habe ich es hier geschafft, Schaden zu verursachen und Druck aufzubauen. Dann habe ich Zeit, um in den Gegenangriff zu gehen. Wenn ich das nicht hinbekommen habe, muss ich aus der Deckung wieder ausbrechen, um Schaden zu verursachen und Druck aufzubauen. Da führt es immer hin. Das heißt, die Deckung ist nur für einen ganz, ganz kurzen Moment, nämlich diesen extrem überraschenden Angriff. Wie machen wir die Deckung? Erster Part, ich schütze meinen Kopf. Ich mache einen Haken mit meiner Hand. Wichtig, ich will nicht greifen. Greifen dauert viel zu lange unter Stress und ich kann mich auch selbst an meinem Daumen verletzen, sondern ich mache einen Haken. Diesen Haken hake ich in meinem eigenen Genick ein. Das heißt, den Bereich, wo mein Hirn und meine Wirbelsäule zusammenkommen. Da ist das Kleinhirn mit dem Atemreflex. Ein Schlag dahin ist sehr, sehr gefährlich. Den Bereich möchte ich auf jeden Fall schützen. Darüber beginnt der Schädel, was ein relativ dicker und stabiler Knochen ist. Aber diese Übergangsstelle zwischen Wirbelsäule und Kopf, die will ich schützen mit meiner eigenen Hand. Das heißt, ich hake ein. Jetzt drücke ich meinen linken Unterarm aktiv gegen meine linke Schläfe. Hier darf kein Platz mehr sein. Ist hier eine Lücke, ist es sehr leicht möglich, den Arm zur Seite wegzudrücken und meine komplette Deckung verliert den Sinn. Ich schütze meine Schläfe und der Ellenbogen zeigt nach vorne. Mein linker Arm drückt aktiv nach rechts und mein Kopf drückt aktiv nach links. Beide Teile stabilisieren sich gegenseitig. Bei meiner Körpergröße und Armlänge klappt es sehr gut, dass ich mein Ohr in der Lücke von meinem Arm lasse. Das schützt mich noch zusätzlich. Es kann passieren, wenn mein Unterarm auf dem Ohr aufliegt und ein sehr wuchtiger Schlag gegen den Unterarm kommt, dass das den Luftdruck im Innenohr so erhöht, dass mein Trommelfell in Mitleidenschaft gerät. Das ist aber ein kleines Detail, um das ich mir nicht zu große Sorgen machen würde, weil es doch relativ unwahrscheinlich ist. Und es gibt einfach Leute, die etwas kleiner oder größer sind, die bekommen das mit ihren Armen nicht hin, darauf zu achten, wo das Ohr ist. Das heißt, ein kleines Detail. Ich mache meinen Arm zu. Jetzt mache ich denselben Haken mit meiner rechten Hand und ich greife mein eigenes Handgelenk. Ihr werdet gleich mein Gesicht nicht mehr sehen. Das ist ein wichtiges Kriterium. Ich würde bei einer vor mir stehenden Person nur noch die Beine sehen, von der Hüfte abwärts. Würdet ihr mein Gesicht noch sehen, dann würde auch eine Faust noch durchpassen, um mich zu treffen. Das ist viel zu weit offen. Das schützt nicht mein Gesicht. Seht ihr das? Mein Arm ist an meiner Stirn. Das ist stabil. Das muss ich nicht schützen. Dann kommt das zweite Kriterium mit dazu. Ich muss mich bewegen. Und zwar vorwärts bewegen, in den Angreifer rein. Ich nutze mein hinteres Bein, welches auch immer in dem Moment hinten steht, um mich nach vorne zu stoßen. Mit dieser Beschleunigung und der Deckung um meinen Kopf verwandle ich mich quasi in einen Rambock. Das ist immer die Metapher, die ich dabei im Kopf habe. Mit sehr viel Wucht und sehr viel Masse nach vorne weg. Das heißt, einklappen, einklappen und dann mit hoher Beschleunigung nach vorne. Danach macht er die Deckung wieder auf und arbeitet weiter. Sonst kommen die Nachteile zum Vorschein, dass der andere darauf reagieren kann und die nicht geschützten Ziele attackieren kann. Es gibt bei jeder Deckung eine Lücke. Das ist in der Natur der Sache. Wir können nicht alle Teile gleichzeitig schützen. In diesem Fall, und so wie er die Deckung gerade hält, ist besonders am Gesicht hier unten die Möglichkeit offen. Bewegt er sich aber schnell auf mich zu, das ist sehr schwierig für mich, im richtigen Timing nach unten zu treffen. Es ist nicht unmöglich, aber wir starten ja aus einer engen Situation. Mit so viel Abstand wäre es kein überraschender Angriff und er hätte Zeit, etwas anderes zu tun. Das heißt, wir starten aus einer sehr, sehr engen Situation. Von hier passiert der Angriff und wenn er jetzt nach vorne kommt, sehr schwierig für mich, die Lücke zu treffen. Unterleib und Beine ist eine ähnliche Überlegung. Das Wichtige ist einfach, den Kopf zu schützen. Nochmal machen wir die Deckung auf. Sie sehen hier, ich überrasche ihn, der Angriff kommt, jetzt geht er in die Deckung und bei hoher Wahrscheinlichkeit geht mein erster Angriff als Aggressor zu seinem Kopf. Ich will ihn ja verletzen. Dann, in dem Moment, wenn er so nach vorne kommt, einen zweiten Angriff zu seinen Beinen zu setzen, ist sehr schwierig und ich bin sofort in einer Rückenlage. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, Kopf schützen, mit hohem Druck nach vorne
und wenn möglich den anderen verletzen oder wegrammen. Ich will noch einmal kurz auf die Rambock-Metapher zu sprechen kommen. Das ist nämlich ein gutes Bild. Ein Rambock wird nicht auf die Tür aufgelegt und dann wird dagegen gedrückt, bis die Tür nachgibt. Der Rambock wird nach hinten gezogen und dann mit weitem Schwung nach vorne rein. Das heißt, wenn du dich bewegst auf diese Art und Weise, will ich, dass das Bild im Kopf ein Rambock ist. Ich bin der Rambock, er ist die Tür. Wir haben etwas Abstand, aber nicht zu weit. Nochmal von hier, wäre ich nicht überrascht, das macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Ich empfehle für Anfänger, das auf eine Armlänge Abstand zu üben. Das ist sehr viel leichter. Je besser es klappt, desto enger geht man ran. Von hier, ich bin der Rambock, mit voller Wucht nach vorne. Ich versuche mal am Ende da zu stehen, wo er gerade steht. Jetzt klappen die Arme wieder auf, damit ich auf die Situation reagieren kann. Es lässt sich relativ leicht am Anfang üben, indem man sich erstmal auf die Deckung konzentriert. Wie funktioniert das Ein- und Ausklappen? Und dann im zweiten Schritt das Abstoßen nach vorne mit dazu nimmt. Das heißt, wir unterteilen das Ganze. Ich stehe im Abstand, ich gehe in die Deckung und dann ramme ich mich nach vorne. Und am Ende mache ich wieder auf. Das heißt, die Dreiteilung. Je besser das funktioniert, desto schneller sollte die Bewegung erfolgen und desto mehr wird auch der Winkel geändert. Er steht ja nicht immer hundertprozentig vor mir. Vielleicht steht er ein bisschen in der Seite, jetzt kommt er auf mich zu und dann gehe ich rein. In einer ersten Variante bieten sich die Pratzen oder Schlagkästen an, damit man das mit hoher Wucht auf einen menschlichen Körper üben kann, ohne den anderen zu verletzen. Und ich sofort ein Feedback sehe, dass er sich zurückbewegt. Auch hier kann man schon aggressives Verhalten des Partners mit einbauen, was als Indikator dient, wann ich handeln soll. Das ist ja eine Technik, die für schnelle und überraschende Situationen gedacht ist. Das bedeutet, ich habe sehr wenig Zeit, um zu identifizieren, ob es eine Gefahr ist oder nicht. Ich will am Ende nicht einen Unschuldigen damit umrahmen, der mich nur ein bisschen berührt von hinten, um mich etwas zu fragen. Ich möchte die Situation schnell einschätzen können, um dann entsprechend zu reagieren. Dafür ist es wichtig, dass mein Partner mir die Signale sendet, dass er auch aggressiv ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist wirklich Überraschung. Das heißt, ich stelle mich vor, ich stehe an der Bushaltestelle, der andere kommt schnell und schlägt direkt zu. Oder er versucht mich abzulenken. Merke ich im Gespräch schon aggressive Verhaltensweisen, dann positioniere ich mich natürlich. Versucht die Hände hochzunehmen und rauszugehen. Wirkt er aber ganz normal und harmlos. Und wenn wir ehrlich sind, dann würden wir im Alltag auch nett und harmlos darauf reagieren und nicht sofort die Hände hochreißen. Es gibt Trainingskünstlichkeit, das heißt, wir wissen alle, wenn wir das im Training üben, gleich wird etwas passieren. Man sollte sich aber trotzdem daran erinnern, wie man im Alltag reagiert, um die Situation einigermaßen realistisch üben zu können. Sorry, weißt du, wo ihr die nächste Uhr... Sorry, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich warte nur, auf einen Freund. Weißt du, ich wollte der wohnt hier irgendwo in der Nähe. Er hat mir nur gesagt, soll er kommen. Was war das gestern? Ich hab nichts gemacht. Bitte von mir. Ja, sorry, tut mir leid. Warum so nervös? Boah, ich treffe mich gleich, ich habe ein erstes Date. Ich treffe mich gleich. Ah, cool. Oh, ich hab geträumt. Du hast geträumt? Tut mir leid. Je nach Kontext der Situation habe ich vielleicht Zeit, um danach direkt zu reagieren. Oder es erfolgt sofort ein zweiter gefährlicher Angriff. Das kann man vorher nicht wissen, weil das Timing und die Distanz sehr unpräzise sein wird. Ich habe ja wenig Zeit, um zu reagieren. Das heißt, in manchen Momenten reicht diese Abwehr aus, damit ich direkt Abstand habe und flüchten kann. In manchen Momenten kann ich nachsetzen und den anderen zu Boden bringen oder verletzen. Und in manchen Momenten werde ich direkt nochmal blocken müssen, um den zweiten Angriff abzuwehren. Wichtig ist, dass die Technik funktioniert. Für viele verschiedene Angriffe, ich habe keine Zeit, um zu reagieren, dass sie meinen Kopf schützt und dass ich mich nach vorne bewege, um den Druck des anderen abzufangen und aus dieser gefährlichen Position herauszugehen. Danach als Bonus den anderen verletzen, unter Druck setzen und die Möglichkeit haben, direkt weiterzuarbeiten. Ich will nicht zu lange in der Deckung drin bleiben, sondern meine Arme ausklappen und direkt wieder in die Aktion gehen. Diese Kriterien können von vielen verschiedenen Varianten, den Kopf zu schützen, erfüllt sein. Ich mag diese einwickelnde Variante am liebsten, weil sie meiner Meinung nach mehr Vorteil hat als andere Varianten.
Es gibt oft noch die Möglichkeit, mit beiden Händen auf die Stirn zu gehen und die Unterarme nach vorne zu legen. Das ist nicht falsch. Das erfüllt sehr viele derselben Funktionen. Es hat einfach einen kleinen Tick mehr Nachteile, wenn man das Ganze macht. Er ist relativ gut geschützt. Er kann mit Druck nach vorne gehen. Das ist nicht der Punkt. Es funktioniert auf dieselbe Art und Weise. Aber es ist sehr viel leichter, von hier die Arme zu bewegen und runterzuziehen, als bei der anderen Variante. Machen wir mal die andere. Wenn ich ihn hier bewegen möchte, ist es sehr viel schwieriger. Ich kriege seinen kompletten Körper bewegt, aber ich werde nicht so einfach einen Arm wegziehen können. Der zweite wichtige Punkt ist, von hier, geh ruhig noch ein bisschen weiter nach vorne, dass man es deutlich sieht. Ja. Von hier ist sein Kopf isoliert mit den Armen. Das heißt, wenn ich es jetzt schaffe, außen rum zu schlagen, ist hier eine gute Chance, dass ich seinen Kopf bewegen kann oder auch hier durch, ohne dass die Schultern mitbewegt werden. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, durch die schnelle Rotation einen Knockout zu erreichen oder Schaden zu verursachen. In der zweiten Variante ist es extrem schwer, den Kopf isoliert von den Schultern zu bewegen. Egal was ich mache, sein kompletter Oberkörper geht mit. Das heißt, meine komplette Wucht des Angriffs wird von seinem Schultergürtel abgefangen. Nicht von seinem Genick, sondern von seinem Schultergürtel. Und hier ist bei jedem Einzelnen von uns sehr viel mehr Kraft und sehr viel mehr Masse. Das heißt, ich bräuchte ein ungleich höheres Maß an Kraft für denselben Effekt. Ich schütze meinen Kopf nicht nur vor dem direkten Impact der Treffer, sondern auch vor der Rotation. Das ist ein wichtiger Nebeneffekt. Heißt aber nicht, dass die andere Variante falsch ist. Die entscheidenden Kriterien sind ja, ich schütze mein Gesicht, ich gehe mit Druck nach vorne und dann als Bonus, ich setze den anderen unter Druck. Wenn die drei erfüllt sind, ist es nicht schlimm, dass ein bisschen Nachteile in der Situation sind. Entscheidend ist ja, wir sind in einem sehr gefährlichen Moment und ich muss etwas machen, damit es besser funktioniert. Rechne damit, wenn du dies einsetzt, dass es nicht perfekt umgesetzt werden wird. Vielleicht sind deine Hände in einer schlechten Position, vielleicht hast du nicht den perfekten Druck in den Partner, vielleicht sind deine Arme etwas locker. Das ist nicht wichtig, du hast wenig Zeit, um das Ganze umzusetzen. Schütz dich, geh nach vorne, attackier den Gegner. Wenn du das erfüllt hast, ist alles gut. Trainier viel und bleib sicher.